Hallo Leute, ja, hier ist das Tannsee-Sturmwehr gebaut. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir nach dem Logo das Gewehr mal diesen Tannsee geben und mal schauen, wie wir da weiterkommen, ne? Dann werden wir wahrscheinlich irgendwen aus unserer Truppe rausschmeißen und den Tannsee mitnehmen. Ich denke, vielleicht ist mit dem Sturmgewehr nicht schlecht. Mal schauen. So, das heißt, das Sturmgewehr nehmen, dann hier an diesen Punkt gehen und dort den Tansee gegen den Bukarak oder weiß ich, wie er heißt. Kern MG50 steht da. Jetzt ist dann nur die Frage zu den Waffen Level 1. Ja. Jetzt müsste man schauen, ne? So, da muss ich ja erst auswählen, dass ich den habe. Den wieder reinnehmen, dann. So, kann ich dem jetzt zu den Waffen sagen? F. Zu den Waffen. F ist doof, weil. Jetzt habe ich den aufgenommen. Jetzt schmeiße ich den raus. Zu den Waffen ist F. Oh. Warum hat er jetzt den Händler? Ist das ein Händler? Warum läuft der hier überhaupt rum? Willkommen, schau dich ruhig um. Fahrender Händler, der jetzt mit Barbons auftaucht. Ja, dann kaufen wir vielleicht was, ne? Dafür bräuchten wir aber Geld. Okay, das heißt, wir müssen mal schnell an die Kiste. Ich glaube, das war in der, ne, oder? Packen unser Geld ein und schauen, dass wir nochmal mit dem Fahrer hinterher quetschen. Jetzt bleib hier stehen. Kaufen. Technikfrucht. Selbstzerstörung. Wasser, Technikfrucht. Säureschauer. Elektrotechnik für Lok und Laser. Okay. Naja, brauchen wir nicht. Medizin brauchen wir nicht. Schwach, Weizen, Rote, das brauchen wir alles nicht. Milch, wofür ist die gut? Kann getrunken und als Zutat in allerlei Gerichten verwendet werden. Wird von Mozzarina gewonnen, okay? Starke Medizin. Ich will was mit LP-Heilung haben, das wäre wichtig. Aber das hat er ja noch nicht mal, ne? Das ist ja wieder super, oder? Das Einzige hier, diese Hörner wären noch vielleicht interessant, aber momentan will ich die auch nicht haben. Also, nichts Interessantes für mich dabei. Wir können höchstens jetzt noch gucken, was wir verkaufen können. Aber das bringt uns ja auch nichts hier. Das kannst du verkaufen. Fünfzehn bringt mir das. Und das Mehl? Das Mehl bringt sechs. Munition? 15. Das ist alles. Ja, das kann ich verkaufen. Das macht alles gut sein. Aber mehr auch nicht. Komm, vielleicht kriegen wir da nur irgendwie einen Bonus, keine Ahnung. Also das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nichts. Den fahrenden Händler kann sich schon mal in der Tonne treten. Aber ich glaube, die gehen schlafen, das heißt, wir gehen auch schlafen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Angriff nach dem Aufstehen, das war, glaube ich, bis jetzt immer so gefühlt. Aber wir gehen jetzt mal. Warte, wir haben geschlafen. Hat der Händler jetzt was anderes? Das können wir vielleicht noch mal gucken. Nee, das sieht alles gleich aus. Ich glaube, da ändert sich nichts, dass wir geschlafen haben. Ne? Also nichts Wichtiges. Das Einzige, was wir machen könnten, können wir hier so Sachen nehmen und die Hälfte vielleicht verkaufen oder sowas, ne? Und hier die Hälfte verkaufen. Vielleicht lohnt sich das für uns ja. Wo ist er? Da hinten. Oh, das war so viel. Ey, lauf nicht weg. Ich komme nicht hinterher. Ja. Ich glaube, das war's. Ich kann zur Truhe zurückgehen. Das funktioniert so nicht. Schade. Also, das war zu schwer. Aber ist auch egal jetzt.
Jetzt pass auf, wenn ich mich umdrehe, kommt er zurückgelaufen. Da ist er, der Held. Warte mal, dann machen wir das nochmal. Verkaufen. Und das wollen wir verkaufen. Kriegen wir 115 Taler dafür. Ja, machen wir mal, weil das gibt es ja bei jedem Fällen. Das lohnte sich ja sozusagen, ne? Ja, ist schon zu viel, ne? Machen wir erstmal so. Wo ist er? Da hinten läuft er rum. Verkaufen. Ja, das lohnt sich, die Bulle. Komm, dann kriegst du das Ei auch noch. So. Ich glaube, dann haben wir noch mal was für dich. Weil wenn die Hälfte davon, dann können wir noch mal die Hälfte verkaufen. Aber ja, doch, kann ich tragen. Wo bist du? Ja, wo ist er jetzt? Jetzt sag nicht, der ist gar nicht mehr da. Jetzt hat er sich aufgelöst, oder was? Hier unten ist er nicht, oder? Das war der fahrende Händler. Schade. Jetzt, wo ich richtig Asche machen wollte, da ist er weg. Ich sehe noch nicht mehr. Hier hinter noch? Ne. Okay, dann nicht. Dann war es das, leider. Gut. Jetzt marschieren wir mal rüber zu unseren zweiten Stationen und gucken, wie es da läuft. Okay, die bauen da schön ab. Wer ist das? Ein 20er Relaxosaurus oder so ähnlich. Ist jetzt nicht so der, den ich haben möchte. Jetzt wollte ich hier mal gucken, wie es mir mit Dingens aussieht. Da sind schon mal 7 drin. Und ja, wir müssen vielleicht im Futtertrog gucken. Da haben die bestimmt das Getreide eingelagert. So sieht's aus. Nur 11. Das könnte ein bisschen mehr sein. Schade. Toastbrot. Dann isst mal erst. Obwohl, Toastbrot. Dann machen wir so. Aber nee, das können wir hier mal rübernehmen. Habe ich jetzt gerade das. Doch, das Mehl habe ich genommen. Gut, dann an den Ofen hier ran. Und Toastbrot machen. 8 Stück sind es dann schon, ne? Passt schon. Haben wir jetzt hier schon was reingeschmissen? Ne. Da gehen nur 3, okay. Hier ist nichts zu machen. Was können wir reparieren? Ne, das ist gar nicht reparieren. Reparieren stand daneben, ne? Nichts zu reparieren, alles fit. Gut. Warum macht der hier Wasser? Das muss mir einer erklären. Okay. Sechzig da rein. Da rein. Das war's. Was liegt hier drin? Option. Zweimal da rein. Das Mehl haben wir noch. Was war das hier? Stoffkleidung Bauplan 1. Arktische Tracht Bauplan 1 brauchen wir jetzt nicht. Hier die Beere können wir jetzt noch da reinschmeißen. Ja, lassen wir so. Hier sind noch mehr Steine. Haben wir alles? Ja. Schmeißen wir noch mal in die Kiste hier rein. Hundertachtundzwanzig davon. Okay, hier sind 500 drin. Das müssen wir mitnehmen, wenn wir hier rausgehen eigentlich, ne? Aber wir wollen jetzt erst das Eisen haben hier. Ist hier irgendwo?
irgendwas los? Wer ist denn hier Agro? Da war doch gerade ein Agro einer, oder? Weiß ich nicht. Was war da? Das ist weg. Habe ich das gerade selber gegessen oder was? Das Geld hätte man nicht mitschlüren müssen, ne? Naja, das wiegt aber nichts. Wie stark ist der? Wieso ist denn der tot? Wer hat den denn jetzt umgenietet? Hochwertiges Palöl haben wir gerade gefunden, okay. Ja, irgendwer hat den kaputt gemacht, aber ich weiß nicht wer. Und ich glaube, hier ist kein Wollknäuel mehr drin, oder? Der ist wohl auch kaputt, oder was? Doch, da hinten läuft er. Naja, vielleicht geht er da wieder rein. Ja, er macht Wasser drauf, das ist auch gut so. Ja, schauen wir mal. Dieses Mal, Gemehl, das Gemahlene. Können wir da noch was machen? Okay. Ne, Escape war falsch. Toastbrot, fertig. Nicht ganz. Schmeißen wir das hier rein. Ja, weiß ich nicht, das Mehl. Machen wir da hinten rein. Ach, geht gar nicht. Die Schlüssel sollten wir vielleicht mitnehmen, die brauchen wir. Oder können wir gebrauchen. So. Und das war jetzt das hochwertige Palöl. Und jetzt würde ich das nehmen und das ist wahrscheinlich zu schwer. Voll überladen dann, ne? Kann ich dann... Das wird ewig dauern. Warte mal. Hier ist doch schon wieder einer am Angreifen. Ah ne, die bauen da hinten ab. So. Ich würde das jetzt gerade hier ablegen. Dann holen wir das da weg. Dann gehen wir zurück. Nehmen das Erz auf und gehen da durch. Um das hier hinzubringen, weil, ne? Wir wollen ja gucken, dass wir das abbauen. Ach, guck mal, unser Freund ist hier. Und der ist ja komisch am Laufen. Hat Zug verpasst, wa? Ja, das nützt auch nichts. Abwerfen. Nee, das ist verkehrt. F-Rezept. Produzieren, nicht Escape drücken. Hier können wir die Barren lassen. Wieso sind hier keine mehr? Gute Frage. Achso, das brauchen wir hier. Die können wir mitnehmen noch. Das lassen wir hier, obwohl das wiegt nichts, ne? Raus ein Slot. Wo sind denn die Barren? Ach, hier sind sie, okay. Dann nehmen die da nochmal raus und tun sie dann da rein. 79 Barren, das geht schon mal, ne? Jetzt nochmal hier hin. Abbrechen. F. Und bestätigen. Wer kämpft hier? Also die machen den Holz, die Steine weg, okay. Passt erstmal. Hier können wir mal gerade reingucken. Da können wir das gerade reparieren. Das war's. Dann schauen wir mal gerade hier hinten rein.
Da ist aber nichts. Was ist das hier? Zement, okay. Vielleicht sollten wir das mal einfach produzieren. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber lass uns mal 10 Zement produzieren. Es ist auch einer dran, nicht Escape-Rücken. Okay, die bauen da ab. Da will ich jetzt aber nicht lang gehen, sonst sammle ich das ein und würde jetzt mal schauen, dass wir hier hinten mal wieder hingehen. Ja, lass uns da mal hinschreisen. Gucken, was an der Brücke los ist. Dann sehe. Ja, wir können mal über die Brücke, na, aber da waren stärkere schon, glaube ich, ne? Oder wie war das? Einmal die Armbrust bitte da. Vielleicht kriegen wir dann den einen oder anderen eingefangen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gerade mal gucken, wer da so rumläuft. Liga der Palfreunde, Anhänger. Okay, das heißt da. So, wir haben ja noch so einen, der schießen kann, ne? Warum machen wir das nicht? Komm mal raus, Tatze. Oder wie der auch immer heißt. Dann sind wir nah genug, jetzt geht's auch. Rück den nochmal auch. Das ist nur noch einer. Unsere Truppe ist eigentlich schon ganz schön schlagkräftig, oder? Okay. Ja, die kleine MG war jetzt nicht schlecht, ne? Können wir hier was einsammeln? Ich will es hoffen. Aber zurzeit sieht das nicht so aus, oder? Pfeile gab es da, aber sonst nichts. So, da war einer am Rumlaufen mit einem. Ah, hier ist eine Kiste. Goldmünzen, Megasphäre, kleine Palseele, okay. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber hier waren wir einmal schon mal, ne, oder? Nehmen den erstmal wieder rein. Da sind noch ein paar Ligas. Ich glaube, die kämpfen gerade gegeneinander. Das ist schon mal für uns gut. Wie groß ist der? 24. Mondsichelstrand. Na, 24er können wir uns noch nicht mit anlegen, glaube. Was sind das dafür welche? 17er. Ja, ich glaube, dann sind wir hier falsch. Ich glaube, wir müssen erstmal so bei 15 bis 20 bleiben. 17 wäre gegangen, aber die anderen sind mir zu stark da alle. Die ersten hier waren ja ganz nett, aber das war's dann auch, ne? Was haben wir denn im Dingens? Ach so, ja. Wenn man läuft und das anmacht, dann geht's wohl nicht. Lass mal gerade reingucken. Wir haben nur 3 Palseelen, aber sonst haben wir auch nichts gekriegt jetzt gerade, ne? Kann das sein? Schade. So, Karte mal aufmachen gerade und mal kurz gucken. Azuroba. Aber wir müssten mal hier diese Gegner besiegen. Level 15. 23. 11. Vielleicht sollten wir da mal hinreisen. Hier war 11, ne? Ja, dann gehen wir doch mal da hin. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den finden, oder? Da leuchtet auf jeden Fall schon mal was. Das können wir einsammeln, denke ich. Was? Notizen habe ich schon. Die Notizen habe ich bis heute noch nicht gelesen, ne? Und ich weiß auch gar nicht, wie man sie liest. Keine Ahnung hier. Team, ne? Wo würde ich die Geschichte lesen können? Hier bestimmt nicht. Habitat. Okay, da kann ich sehen, wo die zu Hause sind. Alles klar. Gilde bringt mir auch nichts, glaube. Optionen. Notizen. Sind die hier drin? Aha. Und ziehen an den Tag XXX. Und wo ist Tag 1?
Diese Welt Geheimnis. Diese Überzeugung gelangte ich Ende der letzten Jahres, als ich mir für meine Forschung die Topografie der Welt ansah. Als ich die Insel der Welt betrachtete, schien mir ein Ort seltsam leer zu sein. Hier fehlen etwas so deutlich, dass ich mich fragte, warum mir das vorher nie aufgefallen war. Die folgenden Monate fahrte ich mit Vorbereitung und schaffte es auf Grundlage meiner Hypothese, die Koordinateninsel zu ermitteln. Ich beschloss, mir ein Boot zu nehmen und mich allein auf den Weg dorthin zu machen. Aber hier fehlen sogar noch Geschichten zwischen. Tag 1.1. Notiz eines Schiffbrüchigen. Strand habe ich ein mysteriöses Gerät gefunden. Es scheint ein elektronisches Instrument zu sein. Allerdings ist das Design seltsam aus der Zeit gefallen. Es ist in der Lage, Bildmaterial aufzunehmen und zusammen mit dem dazugehörigen Informationen zu speichern. Ich habe beschlossen, meine Forschungsprotokolle zusammen mit den Bildern, die ich auf der Insel aufnehme, darauf aufzuzeichnen. Okay, das machen wir ja wohl. Tag 2. Bei einem Erkundungsspaziergang fand ich eine Sphäre, die seltsames blaue Licht ausstrahlte. Ich warf diese Bereitseite und seine Kreatur zufällig in der Nähe war, leuchtete geheimnisvoll auf und wurde scheinbar von der Sphäre aufgesogen. Unglaublich hob ich die Sphäre auf. Die Kreatur formte sich aus dem Licht wieder neu und sah mich grinsend an. Zu meiner endgültigen Überraschung half mir das Wesen sogar eine Hütte zu bauen, um mich vor Wind und Wetter zu schützen. Ein echter Kumpel in der Not. Ich beschloss, die Kreatur liebevoll Pal zu nennen und der Insel gab es passend dazu Namen Palabakos. Notizen: Bei einer meiner Erkundungen stieß ich auf die Ruine, heißte, dass die Insel vor langer Zeit einmal bewohnt. Als ich die Malereien entzifferte, entdeckte ich, dass sie in den Herstellungsprozess jener geheimnisvollen Sphären beschrieben. Anscheinend lassen sie sich einfach aus Holz und Stein herstellen, indem man das einzige laue Erz, das man auf der Insel finden kann, ich nenne es einfach halber Palladium, Erz als Katalysator verwenden. Ich werde die Herstellungsmethode auf meinem Gerät aufzeichnen. Ich habe auch einen verletzten, bewegungsfähigen Pal gefunden. Ich habe versuchshalber eine Sphäre auf ihn geworfen und konnte so tatsächlich einen neuen Pal einfangen. Notizen angeschrieben, Tag 8. Zufällig sah ich einen Pal, der auf einen anderen hirschähnlichen Pal traf. Das brachte mich auf eine Idee. Ich sattelte einen dieser Hirsche und versuchte ihn zu reiten. Es war durchaus bequem und es schien, als könnte ich so meinen Erkundungsradius erweitern. Tag 10. Heute beschloss ich, mich mit meinem Pal einen längeren Ausflug zu machen. Der Grund war, dass ich das schon länger auf einem turmartigen Gebilde neugierig war, das mit in der Ferne zu sehen konnte. Auf dem Weg begegnete ich einen Menschen, doch als ich versuchte, ihn anzusprechen, richtete er gleich eine Waffe auf mich. Angesichts unseres Aufenthaltsorts läge eigentlich die Vermutung nahe, dass es sich um einen Überlebenden der antiken Zivilisation handelt, aber die Ausrüstung sah ziemlich modern aus. Ist dieser Mensch genau wie ich von außerhalb auf dieser Insel gelangt oder hat die antike Zivilisation eine einzigartige Entwicklung durchgemacht? Jedenfalls rette ich mich eines Schafspals aus dieser gefährlichen Situation. Ich eilte zurück in meine Lager und auch mein Pal waren vom Glück allesamt unversehrt. Es gibt nicht so vieles, was ich über diese Insel nicht weiß. Es gibt noch so vieles, ne? Und der Tag, ob ich gestern als über Kopf den Rückzug antreten musste, lässt sich mich dieser Turm nicht los. Ich sollte mit Ausdrücken zusammenstellen und es noch einmal fragen. Gerade als ich das dachte, hörte ich von hinten einen Schuss. Es war die Person von gestern, die mir nahestellte. Schluss mit lustig. Ich pfiff meine Pals zusammen und ging zum Gegenangriff über. In der Hitze des Gewitters haben meine Pals den Angreifer getötet, aber mein eigenes Leben ist mir allemal teurer als gegen nichts anderes. Das war's. Gut, da haben wir jetzt schon 7 Notizen von 39. Von 39. Da oben ist ein. Ne, da sind wir hergekommen. So, jetzt sind wir hier. Das haben wir aufgesammelt, die Notiz. Jetzt müssten wir mal gerade gucken. Wir müssten hinter unserer Position da, um diesen Endgegner zu finden, wenn es einer ist. Wie stark ist der da oben? Das ist nur ein Zehner, ne? Kriege ich den vielleicht auch? Habe ich die Armbrust in der Hand? Ja. Okay. Oh, schade, er ist schon kaputt. Ich dachte, der hätte ein bisschen mehr ausgehalten. Ärgerlich, weil da mit dem wollte ich fliegen. Ist die Frage, wo der Ort ist mit dem. Nur nochmal auf die Karte gucken, ob wir hier richtig sind. Na, nicht ganz. Wir müssen weiter nach links. Aber vielleicht ist es doch hier richtig. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine Höhle, aber ich habe fast die Vermutung, dass der da oben ist, oder? Kommen wir hier hoch? Gute Frage, ne? Die Ausdauer reicht, ist die Frage. Könnte knapp werden. Schafft er nicht. Okay, und jetzt wird es schon dunkel, das kann nicht sein, oder? Aber hier möchte ich jetzt nicht übernachten, das ist jetzt keine gute Stelle.
Dann gehen wir lieber ins Lager gerade schlafen. Hier ist auch noch ein Endgegner. Aber Marmorest Level 38, das sollten wir vielleicht nicht probieren. So, da es dunkel wird, können wir schlafen gehen, oder? Aber wir können hier noch ein bisschen was zusammenräumen. Okay, die haben natürlich ordentlich Steine hier abgebaut. Was natürlich für die Armbrust Level 4, wenn es deine ist, dann nicht schlecht ist. Dafür brauchen wir es bestimmt. Leder, kann man glaube ich auch hier reinpacken. Palsphäre kommt woanders hin und das hochwertige Palöl. Müssen wir mal gucken, wo wir das unterbringen. Hier ist keine Palsphäre drin. Das kann hier raus, dann können wir dies hier reintun. Da sind zwei Sphären, die nehmen wir mal mit. Ach, das schmeißt hier rein, egal. Dann gucken wir mal gerade, wen wir ableveln können. Ich mich nur nicht. Und die Pals. Wer war hier schon gelevelt? Er mit 6. Er mit 3. Er mit 9 Punkten, okay. Er hat natürlich nichts, ne? Aber er hat das MG-Feuer. Kern-MG, Powerschuss. Er hat 50, der hat da oben Schweinsgalopp 55, aber das... schwierig wahrscheinlich, ne? Er hat tatsächlich Angriff 238 schon. Ich würde den aufleveln wollen. Wen level ich denn auf? Den hier, oder? Ja. Gut. Das war's. Haben wir noch was mit? Zwei Palsphären, die müssen wir dann wieder weglegen. Das Eisenerz, was wir gerade erwischt haben, da rein. Und ich glaube, in der Kiste war die Zähren, aber da haben sie schon wieder was anderes reingelegt, die Helden. Dass die nicht wissen, wo das reingehört, ne? Das ist voll doof. So, und am Pennen sind sie alle, das heißt, wir gehen auch pennen. Und dann würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben oder gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächste Runde machen wir dann vielleicht diesen Endgegner mit Level 11. Bis dann, ciao!